herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr schon gesehen habt und auch am Titel wahrscheinlich erkannt habt, drehe ich heute eine kleine Morgenroutine. Ich war jetzt gerade noch beim Sport und bevor ich jetzt gleich duschen gehe, habe ich mir jetzt einen Kaffee gemacht und genau, mache mir jetzt eine Haarmaske rein. Dafür nehme ich die von Garnier Wahre Schätze mit mythischer Olive. Und eine Gesichtsmaske trage ich auch gleich auf, da weiß ich aber noch nicht welche, muss ich gleich mal gucken. Als kurzer Disclaimer, dieses Video, also diese Morgenroutine habe ich mir jetzt über die letzten Wochen angeeignet. Die Routine ist aber wirklich nur für die Tage, an denen ich jetzt morgens keine Termine habe. Also ich versuche mich dran zu halten, vor allem jetzt mit dem Sport, weil ich jetzt nur 6 Wochen trainieren kann. Also die Fitnessstudios haben jetzt vor einer knappen Woche aufgemacht. Und ich kann jetzt 6 Wochen lang noch trainieren, dann wartet etwas richtig Cooles. Dazu wird es aber ein separates Video geben. Und ich glaube, ihr könnt eigentlich erahnen, was es wird. Und dann darf ich wieder 6 bis 8 Wochen keinen Sport machen. Deswegen will ich jetzt umso mehr durchziehen und stehe dafür auch gerne früher auf. Also ich bin generell eine Person, auch wenn ich frei habe, stehe ich gerne früh auf. Jetzt habe ich mir angewöhnt, um 7 Uhr aufzustehen. Das ist aber auf gar keinen Fall die Standard-Uhrzeit. Also ich versuche mich dran zu halten, aber natürlich gibt es auch Tage, wo ich dann später ins Bett gehe oder einfach so müde bin, dass ich ein bisschen länger schlafe, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber diese Routine, die ich jetzt drin habe, hilft mir einfach über den Tag effizienter zu arbeiten, produktiver zu sein und konzentrierter zu arbeiten. Wir haben jetzt 9.40 Uhr. Ich bin vor knapp 10 Minuten nach Hause gekommen. Genau, und mache mir jetzt die Haarmaske rein. Die lasse ich dann ein bisschen einwirken, bevor ich duschen gehe. Und diese Zeit nutze ich dann, um noch ein paar Sachen zu machen. Heute steht zum Beispiel Wäsche nochmal an. Weniger hochladen und anders hochladen. Und soweit fertig, muss dann später nur noch meine Haare machen. Ich habe jetzt aber in einer Viertelstunde ein Seminar, das heißt, meine Morgenroutine ist somit zu Ende und ich begebe mich in den Alltag. Heute steht ein bisschen was an und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dieser kleine Einblick in meinen Morgen hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder Unterstützung jeglicher Art freuen. Hier findet ihr nochmal gerne mein Instagram, da könnt ihr super gerne vorbeischauen, mich ein bisschen unterstützen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns ganz bald zu einem neuen Video wieder. Tschüssi!